Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Gleichzeitig wird hier rund um die Arena der erste Family Day des HC Erlangen stattfinden. Und als dritten Punkt freue ich mich sehr, dass Christopher Bissel heute neben mir sitzt, der seinen Vertrag heute Morgen um ein weiteres Jahr verlängert hat. Wir wollen anfangen mit dem Ausblick auf die SG Flensburg-Handewitt und deswegen möchte ich dich, Robert, bitten, wie hast du die Mannschaft eingestellt und was erwartet uns am Sonntag? Ja, wir freuen uns drauf, gegen so eine Spitzenmannschaft zu spielen, Weltklasse-Mannschaft. Ich glaube, auch zum Schluss werden die Deutsche Meister. Ich finde, die spielen die beste Handball in der Liga und die haben auch individuell unglaublich starke Spieler, zwei auf jede Position. So. Darauf freuen wir uns. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns ein bisschen einmischen in diese Meisterschaftsrennen. Und das heißt ja auch, dass letzte Chance ist ja jetzt am Sonntag, weil das hat nicht gegen Rhein-Neckar geklappt. So, wir werden das versuchen, auf jeden Fall. Und wir glauben auch dran, wenn alles passt, wenn wir einen guten Tag hinlegen, dann können wir auch gegen die ganz Großen mithalten, mitspielen und auch gewinnen. Das wissen wir. Aber wie gesagt, es muss sehr, sehr viel passen gegen so eine Mannschaft. Die sind auch gut drauf. Die haben nur Liga jetzt zu spielen. Das heißt, die sind frisch auch. Das sieht man auch die letzten Spiele. Was für ein Tempo und so weiter, was die mitspielen. So, das wird schon eine Herausforderung und Aufgabe. Aber die wollen wir uns stellen. Und wichtig ist natürlich auch unsere eigene mit ein bisschen Geduld unsere Entwicklung zu sehen. Wie weit sind wir jetzt gekommen in fast ein Jahr? Wir können uns erinnern an das erste Spiel in Flensburg, wie das aussah. Und das ist auch wichtig, dass wir auf jeden Fall für uns selber unsere eigenen Fortschritte sehen, als Mannschaft, auch individuell. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig oder sogar wichtiger. Aber wir wollen trotzdem an so einem Tag zu Hause hoffentlich viel Publikum versuchen, da ein schönes Spiel abzuliefern und die richtig eine Kampf anbieten. Und darauf sind wir vorbereitet. Danke. Danke, Robert. René, man hat unter der Woche gesehen, wie die SG Flensburg-Handewitt durch Stuttgart durchgepflügt ist. Was erwartest du dir denn vom Sonntag? Ja, natürlich erwarte ich mir erstmal ein großes Handballfest mit wahrscheinlich gut über 7000 Zuschauern, die wir in der Halle haben werden. Also das wird eine wirklich große Geschichte, die uns da erwartet. Ich glaube auch für jeden, der dieses Spiel besucht, absolutes Highlight, weil neben dem ganzen Rahmenprogramm, was wir uns ja vorgenommen haben und was, glaube ich, auch wirklich für Groß und Klein einen deutlichen Mehrwert zum Handball bieten wird, haben wir natürlich ganz nebenbei noch den vielleicht zukünftigen deutschen Meister in der Halle. Robert hat es gesagt, Flensburg ist wahrscheinlich mit am breitesten in der Liga aufgestellt, hat auf jeder Position mindestens zwei Weltklasse-Leute und ja, ist wirklich nur an einem perfekten Tag zu schlagen. Aber auf den bereiten wir uns vor. Wir wissen, was da für ein Gegner kommt. Aber wir können ihn natürlich ohne Druck, aber auch mit viel Selbstvertrauen angehen, weil in so einem Spiel hast du natürlich nichts zu verlieren. Und da wollen wir zeigen, dass wir aber schon den Schritt, wenn man jetzt mal das Auswärtsspiel dort betrachtet, weitergekommen sind und ja, wollen natürlich Parole bieten und die Flensburger natürlich auch ein bisschen ärgern. Danke dir, René. Chrissy, bevor wir nachher zu dir kommen, würde ich jetzt um die Fragen bitten, die das Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt betreffen. Wer möchte denn beginnen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, bevor wir es wieder vergessen, wie stehen alle zur Verfügung oder wie viele Spieler wirst du dabei haben? Ja, ich habe ja einen Spieler vergessen letztes Mal. Das war nicht mit Absicht, sondern wahrscheinlich alle. Wir müssen ein bisschen abwarten mit Ole, wie das aussieht. Ich hoffe, der kann spielen, aber steht noch nicht ganz fest. Muss noch mal da ein bisschen mit Physio, Ärzte klären. Ich weiß nicht ganz, was das ist. Aktueller Zustand ist erst krank, aber wir hoffen natürlich, dass er da recht bald wieder auf die Beine kommt. Konnte jetzt nicht sauber trainieren und aber wir tun alles dafür, dass er halt am Sonntag zur Verfügung steht. Und Chrissy, gegen den gibt's noch ab, oder? Das hoffe ich. Nur Arm gebrochen. Mit der Kreissäge. Das ist ja linke Hand und da braucht man nur Ball fangen.
Gibt es weitere Fragen? Christoph, darf ich dich um das Mikrofon bitten? Das ist nett, danke. Wie weit ist Michael Haas? Sieht gut aus. Der trainiert seit Anfang der Woche voll mit. Fühlt sich gut. So, ich hoffe auf jeden Fall, er kann Spieler entlasten und zu ein paar Minuten Einsatz kommen. So, das sieht gut aus mit Michael. Ist eine Chance, eine kleine Chance gegen Flensburg vielleicht, dass die den Druck haben, unbedingt gewinnen zu müssen und ihr ganz locker aufspielen könnt? Weil das ist ja so ein bisschen auch der Unterschied zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, die Löwen sehen sich ja auch in einer sehr lockeren Rolle, weil sie nicht müssen. Und Flensburg sieht sich so ein bisschen in der Muss-Rolle. Ist das vielleicht ein bisschen eine Chance oder gerade das Gegenteil? Ich glaube, kann auch gehen, weil die haben so viele Spieler, die daran gewöhnt sind, diese Spiele zu spielen. In Meisterschaft, in Nationalmannschaft und so weiter, Champions League, sodass die Spieler einen extra Druck oder so, das glaube ich nicht. Die freuen sich auf solche Spiele, die wollen solche Spiele haben und spielen, das ist was Besonderes. So, da kommt, glaube ich, keine solche Gedanken, oder? Du hattest ja vor den letzten Spielen auch gesagt, also keine großartigen Veränderungen, mehr so fast schon Vorbereitung auf die nächste Saison, auf diesem Lernweg. Aber ein paar so kleine taktische Feinheiten, habt ihr da diese Woche auch wieder was? Ja, auf jeden Fall. Also das, wir müssen ja vorbereitet sein, dass die ersten 25 Minuten wird ein wahnsinniges Tempo, das machen die immer. Die laufen auf alles, da müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen uns natürlich vom letzten Spiel steigern, vor allem in unserer Abwehr, dass wir da ein bisschen besser stehen. Wir müssen unseren Torhüter helfen, Räume eng machen, mit Körperkontakt spielen. Das war nicht so optimal. Da muss eine Steigerung oder viel, viel besser sein. Und dann hoffentlich haben wir auch, wenn wir Abwehr hinkriegen, dass unser Torhüter auch ein paar Bälle halten. Und vorne, wie gesagt, das war teilweise sehr, sehr gut gegen Melsungen, aber wir dürfen uns nicht so viele Fehler erlauben. Einfache Fehler, technische Fehler. Dass man das macht, ist klar, aber nicht so viele, weil das wird sofort bestraft mit Gegenstößtoren. So, das muss in kompakt oder komplett Paket muss alles stimmen, um überhaupt eine Chance da zu haben. Nach dem Flensburg-Spiel zum Auftakt der Saison gab es ja mal kritische Stimmen oder so, dass gleich so deutlich geworden ist. Habt ihr euch dann im Nachhinein bestätigt gefühlt, dass es gar nicht so schlecht war? Ja, direkt danach finde ich, weil viele andere Mannschaften haben noch höher verloren gegen Flensburg. Die waren sehr, sehr gut drauf am Anfang. Wir waren Aufsteiger mit ein paar neuen Spielern, alles. Wollten da was sagen, aber dass es schnell geht gegen Flensburg, das wissen wir auch. Das wird auch Sonntag sein. Also haben wir einen normalen Tag, so wie gegen Rhein-Neckar, dann ist 15 Tore, das ist normal gegen Top-Mannschaften. Das heißt, wir müssen auf ein sehr hohes Level spielen, um überhaupt mit ein paar Tore verlieren, gewinnen oder eng halten. Das muss eine Mannschaftsleistung sein, was super ist, und da muss 2, 3, 4 Spieler über ihre Leistung spielen. Nur so haben wir eine Chance. Sonst kommt es leider auch zu anderen Ergebnissen. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Dann kommen wir zu dir, Chrissy. Wir haben uns heute früh alle sehr gefreut, dass du deinen Vertrag um ein weiteres Jahr bei uns verlängert hast. Jetzt brauche ich, denke ich, bei dir die Frage nicht stellen, warum du ihn verlängert hast, weil du in der Pressemitteilung auch geschrieben hast, gesagt hast, dass es dein Verein ist. Aber trotzdem, was erwartest du dir denn vom kommenden Jahr persönlich und mit der Mannschaft? Also ich freue mich natürlich erstmal, dass ich weiterhin quasi das Vertrauen bekomme vom Verein. Für ein weiteres Jahr, ich hoffe, dass ich meine persönliche Entwicklung, so wie sie jetzt in dem Jahr schon vorangeschritten ist, weiterführen kann.
ich denke, ich kann mich immer besser an das Niveau in der Liga anpassen, mir immer mehr Spielzeiten erarbeiten und hoffe, dass es nächstes Jahr gut weitergeht. Ich werde dafür natürlich alles tun. Ich freue mich, ein weiteres Jahr zusammen mit Martin die Position bekleiden zu dürfen, von dem man natürlich wahnsinnig viel lernen kann. Und ich denke auch, dass wir als Mannschaft, finde ich, sehr gut aufgestellt sind, um ja, uns als Kollektiv noch ein bisschen weiter zu entwickeln und vielleicht sogar noch bessere Leistungen zu zeigen nächstes Jahr. Danke dir. Eure Fragen. Philipp. Steht ja dann wieder eine Vorbereitung, eine Andersen-Vorbereitung an. Wie sehr freust du dich darauf schon? Ja, also freuen tut sich, denke ich, kein Sportler auf die Vorbereitung, aber ich bin im Vergleich zu manchen anderen Spielern vielleicht nicht ganz so in Schockstarre vor der Vorbereitung, weil ich ausdauertechnisch eigentlich ganz gut drauf bin. Also ich kann das alles ganz gut aushalten, aber ja, natürlich, es wird wieder hart, aber man sieht ja diese Saison auch, dass wir viele Spiele, wenn ich zum Beispiel mich in Stuttgart erinnere oder daheim gegen Melsungen, solche Spiele, daheim gegen Hannover, die haben wir in den letzten Minuten entschieden. Und das ist natürlich auch ein Punkt davon, ist, dass wir durch die Bank weg komplett austrainiert sind. Und das ist auch ein Riesenverdienst von Robert. Und wenn man das vorher weiß, dann ist die Vorbereitung auch leichter zu ertragen. Christoph. Du hast gesagt, weiterentwickeln natürlich auch persönlich. In welcher Richtung siehst du das vor allen Dingen? Wo siehst du so bisher noch deine Schwächen, an denen du arbeiten musst? Und was sind deine Stärken? Ja, also Stärken müssen, denke ich, andere beurteilen. Aber ich denke, der größte Punkt, an dem ich noch arbeiten muss, ist einfach der Abschluss. Auf so einem hohen Niveau wird halt von einem Außen erwartet, dass, wenn er auch nur wenige Chancen hat in einem Spiel, dass die halt einfach hochprozentig verwertet werden. Und da arbeite ich viel, auch mit Stefan Mittag, mit Videoanalyse und dergleichen, und bin auch gewillt, da viel Arbeit reinzustecken. Aber ich denke, in den letzten Spielen hat man auch gesehen, dass ich da schon auf einem guten Weg bin. In der Pressemeldung steht auch, dass du, oder quasi in sehr emotionalen Worten auch, dass es, was es für dich bedeutet, für die Mannschaft spielen zu dürfen in Erlangen, in deiner Geburtsstadt. Kannst du mal erklären, wie du überhaupt zum Handball gekommen bist? Du hast am Anfang, glaube ich, auch Fußball gespielt, nebenher noch oder so. Und wann du so den ersten Kontakt eigentlich hattest in Erlangen mit dem Handball? Ja, also ich habe tatsächlich sogar mit Fußball angefangen. Mein Vater hat immer Fußball gespielt. Ich habe lange Jahre ausschließlich Fußball gespielt. Und bin dann über Schulsport, über einige Bekannte von meinen Eltern dann mit dem Sport ein bisschen in Berührung gekommen, über die Schule vor allem. Und habe mir dann irgendwann einfach mal mich einladen lassen, quasi da mal im Training vorbeizuschauen. Es hat mir sofort Spaß gemacht, viele Mannschaftskollegen direkt kennengelernt. In der D-Jugend war das, glaube ich. Und ja, bin dann dabei geblieben, habe das noch einige Zeit parallel betrieben und mich dann irgendwann ausschließlich auf Handball konzentriert. Wie sieht es dann nächste Saison aus? Klar, erste Liga, aber du bist ja jetzt mit der zweiten auch aufgestiegen. Bleibt es dann vorerst so, dass Chrissy, dass du dann bei der zweiten auch mit dabei sein wirst in der dritten Liga? Ist das eine Frage an mich? Also, ja. Nee, also es macht mir immer sehr viel Spaß, bei der zweiten zu spielen. Die dritte Liga ist natürlich auch ein Niveau mittlerweile, wo man ernsthaft auf einem sehr guten Niveau der Spielpraxis sich sammeln kann, wenn man sie vielleicht in der ersten Mannschaft nicht so oft bekommt. Man muss natürlich auch abwarten mit den Spielansetzungen. Ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach wie in der Oberliga. Aber ich bin durchaus gewillt, da einige, also mehrere Spiele zu machen. Also, ich weiß nicht, wie es geplant ist, aber also ich werde mich nicht dagegen sträuben. Ja, aber klar, also der ist ja im Kader dabei, voll, erste Kader, aber wenn die Möglichkeit gibt, um zu weiter und da spielen können, längere Phasen, mehr, also dann sollen wir das mit den jungen Spielern machen, die diese Doppel, wie heißt das? Doppelspielrecht. Ja, Doppelspielrecht haben, das ist selbstverständlich, dass wir das nutzen.
Du hast damit Jo vor allem in dieser Saison ja teilweise noch oder mehr trainiert als deine Mannschaftskollegen in der ersten Mannschaft, weil ihr bei der zweiten auch immer wieder beim Training ja noch mit dabei wart. Wie lässt sich das dann zum Beispiel im Studium alles unter einen Hut bringen? Weil es ist ja doch ein ganz schöner zeitlicher Aufwand allein schon. Ja, da muss ich dann das sagen, was ich dazu immer sage zu der Frage. Das erfordert natürlich wahnsinniges Zeitmanagement, das ist ganz klar. Und dass es natürlich auch manchmal nicht so einfach ist und dass ich natürlich nicht so oft in der Uni sein kann wie andere Studenten oder vielleicht manchmal nicht so gut abschneide, ist, denke ich, normal. Aber mir ist es schon sehr wichtig, das auch parallel betreiben zu können. Aber im Endeffekt muss der Fokus dann auch als erstes auf dem Handball liegen. Und da muss dann im Zweifelsfall das Studium auch zurückstecken. René, an dich die Frage, wenn man einen jungen Spieler hat, der talentiert ist, warum seid ihr nicht in den vergangenen Jahren den Weg gegangen, ihn mal auszuleihen, an den Zweitligisten zum Beispiel, ihnen wirklich viel Spielpraxis zu geben in einer Saison? Habt ihr das vorhergesehen, die Entwicklung so, wie sie jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen eingetreten ist? Oder was waren die Gründe? Ja, also genauso wie du sagst, natürlich haben wir nicht nur gehofft, sondern waren uns ziemlich sicher, dass Chrissy diesen Weg gehen wird. Diese Doppelfunktion mit erster und zweiter Mannschaft, die bekleidet er ja schon länger und auch sehr erfolgreich. Also das ist ja genau für junge Spieler der richtige Weg, sich oben seine Spielanzeiten zu erarbeiten und unten, wenn es mal weniger oben gibt, auch sehr viel in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und gerade jetzt mit der Kombination erste und dritte Liga ist es, glaube ich, für ihn genau der richtige Weg, und er hat jetzt auch einfach gezeigt, dass das Vertrauen, was wir in ihn haben, absolut gerechtfertigt ist. Und ja, das ist ein Paradebeispiel, wie der Weg eines jungen Spielers bei uns laufen kann, wenn man die Disziplin und den Ehrgeiz hat, sich da durchzukämpfen. Und ja, wir freuen uns natürlich alle sehr, dass er diesen Weg bisher gehen konnte und hoffentlich noch sehr viel weiter gehen wird. Alle Fragen geklärt. Dann danke ich Ihnen recht herzlich fürs Kommen und natürlich lade ich auch Sie ein, am Sonntag vielleicht schon ein bisschen früher herzukommen, weil wir haben uns in der Nebenhalle wirklich viel einfallen lassen für Groß und Klein, und dann freuen wir uns alle sehr auf den Sonntag, und ich sage Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao.